You don't even have to say goodbye. If the world was ending, you come all right. Sky be falling and I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why. You don't even have to say goodbye. If the world was ending. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe diese Woche zwei meiner vier Abiturprüfungen geschrieben und meiner insgesamt sechs Prüfungen, da ich zusätzlich das Latino mache und das besteht eben aus einer mündlichen und aus einer schriftlichen Prüfung. Und auf jeden Fall ist deshalb schon mal die Hälfte des eigentlichen Abiturs halt geschafft für mich. Und ja, das Latino nehme ich da jetzt, was das angeht, jetzt nicht mega ernst, weil das muss man nur bestehen, da gibt es keine Note. Und deshalb ist es mir auch total egal, wie ich es bestehe. Und heute möchte ich euch ganz gerne erzählen, wie diese beiden Prüfungen gelaufen sind, was für Prüfungen waren, was für Aufgaben dran kamen, wie es mir vor der Prüfung ging, wie es mir während und nach der Prüfung ging und was ich jetzt ein paar Tage danach für ein Gefühl habe. Und ja, darüber möchte ich heute kurz mit euch sprechen und wir fangen auch gleich an mit der ersten Prüfung. Und zwar hatte ich die am Montag und das war Biologie. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsfach und ihr habt gerade in den letzten Wochen gesehen, wie ich mich dort unfassbar gut drauf vorbereitet habe. Also ich habe die ganzen Lernzettel angefertigt, ihr habt das teilweise, wie gesagt, alles in den Vlogs gesehen. Wer da Interesse dran hat, schaut wahnsinnig gerne vorbei bei meiner Playlist. Ich verlinke die euch einfach mal hier oben, da sind all meine Vlogs drin und ja, da geht es eigentlich immer so ein bisschen um Motivation, Produktivität, weil ich generell so ein Mensch bin, der nicht wirklich viel still sitzt hier zu Hause und immer versucht, irgendwas zu machen und dann trotzdem immer mal wieder so ein paar Nachmittage hat, an denen ich wirklich gar nichts tue, wie wahrscheinlich jeder. Und so war es auch im Lernprozess. Also es gab halt Tage, an denen ich richtig gut gelernt habe, an denen ich sehr aufnahmefähig war, in denen der Stoff gut hängen geblieben ist und dann wiederum gab es auch so zwei, drei Tage, vor allem in diesen letzten zwei Wochen, die gar nicht gingen, wo ich auch richtig ausgelaugt war. Ich hatte teilweise relativ wenig Schlaf, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Schlaf gebraucht. Also ich habe wirklich teilweise die Nächte immer so 5-6 Stunden geschlafen und es hat mir absolut ausgereicht. Also ich war auch nie müde oder so, nur dann abends halt wieder und dann bin ich halt wieder schlafen gegangen und dann habe ich nur so 5-6 Stunden geschlafen und das war voll okay immer. Und kam ich richtig gut auf jeden Fall mit klar. Ansonsten das Lernpensum, weil es einige interessiert hat, für Bio habe ich schon mehrere Stunden gelernt. Also wie gesagt, guckt gerne meine Vlogs, da sieht man das auch immer ein bisschen genauer, wie viel ich da eigentlich immer so mache. Es war natürlich nicht jeden Tag komplett gleich. Ich habe nicht jeden Tag exakt gleich viel gelernt. An den meisten Tagen kann ich aber sagen, dass ich morgens von um 10 bis um 12 mindestens erstmal am Schreibtisch saß. Ich habe dann wiederholt das vom Vortag, das hat meistens so eine Stunde gedauert. Dann habe ich irgendwie ein paar Aufgaben oder so gemacht und dann habe ich nach dem Mittagessen meistens angefangen, ein neues Thema zu lernen und das ging dann 2-3 Stunden. Dann habe ich alles nochmal aktiv wiederholt, was ich halt den Tag vorher gemacht habe, damit es halt wirklich hier drinne bleibt. Denn meine Lernmethode ist eigentlich Lernen, also auswendig lernen, aktives auswendig lernen, verstehen, begreifen, erklären können und dann halt immer wiederholen. Und dieses Wiederholen ist halt wirklich bei mir das A und O. Also es gibt Menschen, die lernen wesentlich besser über Anwendungsaufgaben, in denen sie das üben. Ich finde halt gerade in Bio, es ist sinnvoll, sich Anwendungsaufgaben anzugucken, um zu wissen, bei welchem Aufgabentyp man was macht. Aber das ist bei mir im Endeffekt das Gleiche wie in Mathe. Keine Aufgabe ist gleich. Also jede Aufgabe muss ich für sich selbst betrachten. Das heißt, wenn ich einen Erbgang übe und den Erbgang gut hinbekomme, kann es halt sein, bei der nächsten Aufgabe mit Erbgang muss ich mich da komplett neu reinfuchsen. Ich kann mich nicht auf das verlassen, was ich schon mal gemacht habe im Erbgang, weil ich an sich das Prinzip halt auswendig gelernt habe, sage ich jetzt mal, aber es halt dann immer individuell drauf ankommt, wie etwas abläuft. Und deshalb kann ich irgendwie mit Anwendungsaufgaben nicht so gut lernen. Also generell bin ich eher so ein theoretischer Mensch. Und deshalb habe ich halt, wie gesagt, vor allem die letzten zwei Wochen und insbesondere, ganz insbesondere die letzte Woche sehr aktiv gelernt und habe dann auch Freitag, also zwei Tage vor meiner Prüfung, die war dann, wie gesagt, am Montag, habe ich das Ganze beendet, den Lernprozess, habe dann gesagt, okay, ich wiederhole Samstag nochmal, habe mich Samstag hier hingesetzt, die Themen vom Freitag aktiv wiederholt und die Themen, wo ich mir so ein bisschen dachte, da müsste ich nochmal drüber schauen. Und dann war ich den ganzen Samstag auch in Leipzig bei meiner Schwester, da wir den Geburtstag meiner Nichte gefeiert haben. Und das war auch geplant so. Also tatsächlich hätte ich auch sagen können, nee, wir verschieben den Geburtstag lieber eine Woche. Wäre halt gar kein Thema gewesen für meine Schwester. Aber ich wollte auch selber diesen Tag Luft haben, weil ich ganz genau wusste, ich lerne eh nicht mehr. Und dass ich dann fertig sein möchte, um es einfach sacken zu lassen, um es vielleicht nochmal zu wiederholen. Oder einfach auch, um den Tag Luft zu haben. Und dann hatte ich ja noch den Sonntag. Am Sonntag, also den Tag vor der Prüfung, dachte ich mir,
als ob ich morgen Abi schreibe. Das kann gar nicht sein. Also hat sich gar nicht danach angefühlt und ich habe auch gar nichts gemacht an diesem Tag. Also gar nichts. Ich habe nichts angeguckt, nichts wiederholt. Also ich habe mal so kurz drüber geguckt, habe mir Themen, bei denen ich mir ein bisschen unsicher war, einfach nur nochmal durchgelesen. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, nee, komm, ist egal. Ich habe YouTube geguckt, gelesen, ich habe geschlafen, Mittagsschlaf gemacht tatsächlich. Und das war dann so meine Vorbereitung am Tag vor der Prüfung. Hab natürlich auch meine Sachen gepackt. Ich hatte da extra so eine kleine Liste erstellt, was ich so brauche. Wenn ihr das jetzt noch wissen wollt, was ich da so mitnehme für meine Prüfungen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann zeige ich das vielleicht mal in der Instagram-Story einfach mal schnell. Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, weil für ein ganzes Video lohnt sich das nicht. Oder ich packe es dann einfach in den nächsten Vlog für euch rein. Und ja, dann bin ich halt abends schlafen gegangen, ganz normal, ein bisschen früher als sonst wohlgemerkt, weil ich ja um 6 aufstehen musste und ich mir dachte, ein bisschen mehr Schlaf kann nicht schaden. Und mein Körper hat mich dann ganz pünktlich um 6 geweckt und ich war hellwach, also wirklich, ich war hellwach. Ich war richtig excited, ich habe mich irgendwie richtig gefreut auf die Prüfung, habe mir dann hier noch schnell ein Frühstück gemacht, habe mit einer Freundin im Auto gefrühstückt und dann sind wir halt in die Prüfung rein und jetzt erzähle ich euch, wie das so ablief. Und zwar war es ja so, dass wir vor dem Prüfungsraum warten müssen, bis der aufgeschlossen wird. Die Lehrer sind die ganze Zeit rumgewuselt. Wir standen alle aufeinander gedrängt, was natürlich mit den Masken auch ein bisschen bescheuert ist. Also ja, trotz Masken muss man ja trotzdem so einen Abstand einhalten. Haben wir nicht gemacht an dem Tag. War auch irgendwie nicht so wirklich unsere oberste Priorität an diesem Morgen, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und dann sind wir halt in die Räume eingelassen worden, 20 oder 15 Minuten vor Prüfungsbeginn, haben die Belehrung bekommen, die Gesundheitsfrage gestellt bekommen, also und natürlich mussten wir dann auch zustimmen, dass wir dieses Jahr das Abitur antreten oder halt jetzt davon zurücktreten und es nächstes Jahr nachholen. Das sind ja diese ganz typischen Sachen, die da irgendwie geklärt werden. Das kann jetzt auch natürlich bei euren Schulen ein bisschen anders ablaufen, aber bei uns ist das auf jeden Fall so die Norm und ich denke mal, das kann sich eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden in den einzelnen Bundesländern. Und ja, dann haben wir halt die Prüfungsaufgaben ausgeteilt bekommen und Punkt 8 Uhr ging es dann los mit Schreiben. Die Biologieprüfung geht in Thüringen 4,5 Stunden, also ganz schön viele Minuten, 270 Minuten, ja. Und genau. Wir haben dann angefangen, also ich habe die Aufgaben aufgeschlagen, habe natürlich erstmal durchgelesen, beide Aufgaben. Es gibt ja zwei Aufgaben, von denen man eine bearbeiten muss und jede Aufgabe besteht dann nochmal aus einem A-Teil und einem B-Teil. Der A-Teil sind verschiedene Aufgaben aus den verschiedenen Bereichen, die irgendwie in diesen zwei Schuljahren behandelt wurden. Und der B-Teil ist dann ein Aufsatz, den du mit Hilfe verschiedener Materialien eben schreiben musst. Und ich habe mich dann für die erste Aufgabe entschieden, also das heißt für alle, die jetzt auch in Thüringen Biologie-Abitur geschrieben haben oder eventuell auch Sachsen-Anhalt, könnte das jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Ich hatte auf jeden Fall Photosynthese im ersten Teil und gleich die erste Aufgabe war ein Experiment, das wir mal im Unterricht behandelt haben. Deshalb konnte ich mich daran erinnern, ich musste einen Chloroplast zeichnen, ich musste irgendwie was mit ATP-Bildung erklären. Dann ging es weiter mit geschlechtlicher Fortpflanzung, also mit der Meiose. Die musste man vergleichen mit der Mitose. Das habe ich einfach in einer Tabelle gemacht und dazu noch irgendwie eine Aufgabe. Dann ging es einmal noch um Synapsen, wie die Signalübermittlung an Synapsen funktioniert anhand eines bestimmten Beispiels. Dann wie Synapsen gehemmt werden können am Beispiel von Atropin. Und dann gab es nochmal irgendeine Aufgabe, die dann ein bisschen ökologisch war. Und im B-Teil musste man einen Aufsatz schreiben zum Thema Walsterben und Ökosystem Meer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine geile Aufgabe. Also generell fand ich das Abitur richtig super. Ich war auch wirklich bis zu dem letzten Moment nicht aufgeregt. Also ich bin in die Prüfung rein, ich war gar nicht aufgeregt. Ich habe mich sogar echt gefreut. Und dann bin ich halt ungefähr 15 Minuten vor Schluss, habe ich dann meine Aufgaben abgegeben, bin rausgegangen, war extrem erleichtert, dass ich es hinter mir habe, dass das ganze Lernen vorbei ist. Habe mich ein bisschen geärgert, dass ich so viel gelernt habe, muss ich tatsächlich gestehen. Weil ich meine, es ist klar, dass nicht alles drankommt, aber irgendwo denkt man sich dann halt trotzdem so, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja das nicht lernen müssen. Ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Weil es hat sich einfach komplett ausgezahlt, weil ich die ganze Zeit ein gutes Gefühl hatte. Klar ist das keine Garantie dafür, dass ich jetzt eine 1 geschrieben habe in diesem Bio-Abi, aber ich fühle mich einfach insgesamt ziemlich wohl mit der ganzen Situation und das ist jetzt auch eine Woche später immer noch so. Also, was heißt eine Woche später? Es ist ja jetzt Samstag, einen Tag bevor dieses Video hier jetzt veröffentlicht wird für euch. Das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall ein paar Tage her. Ich habe ein bisschen Abstand zu der Prüfung gewonnen und muss tatsächlich sagen, gleich am selben Abend dachte ich mir, als ob ich heute Abi geschrieben habe. Also ich konnte das gar nicht begreifen. Für mich hat sich das angefühlt wie eine ganz normale Leistungskontrolle oder Kursarbeit. Tatsächlich vom Schwierigkeitsgrad her muss ich sagen, so eine Kursarbeit finde ich richtig heavy.
das Abi war okay. Also ich fand es jetzt nicht unbedingt schwierig. Also ich habe es mir zumindest schwieriger vorgestellt, zumal die Aufgaben vom letzten Jahr super chemisch waren und ich richtig Angst hatte, dass es so chemisch wird und ich nichts damit anfangen kann. Ich musste kein Experiment machen, das ist eigentlich so der Punkt, wo ich am meisten Angst davor hatte. Nur in der zweiten Aufgabe wäre ein Experiment drin gewesen, aber selbst da hätte ich ungefähr gewusst, wie ich das machen muss und deshalb wäre das auch klar gegangen. Ich glaube, die meisten haben auch Aufgabe 1 bearbeitet, also wenn ihr auch Abi in Thüringen geschrieben habt in Biologie, dann schreibt mir das ja super gerne unten in die Kommentare, welche Aufgaben ihr genommen habt und wie ihr es fandet. Fandet ihr die Aufgaben einfach oder eher nicht so, weil ich habe von anderen Leuten auf Instagram gehört, dass sie es richtig schwierig fanden, aber ich wurde halt auch durch meine Biolehrerin richtig gut vorbereitet auf schwierige Aufgaben. Also wir haben da immer richtig schwierige Aufgaben behandelt und da dachte ich mir ganz auf den Kursarbeiten, oh mein, was ist das, was soll das? Und tatsächlich waren viele Aufgaben, die jetzt im Abi dran kamen, vergleichbar mit Aufgaben, die wir in Kursarbeiten hatten, die teilweise genauso oder ein bisschen abgewandelt gestellt wurden und das war halt eine richtig gute Voraussetzung und Grundlage. Und ja, das war dann auf jeden Fall das Bio-Abitur. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe natürlich, dass ich mein Ziel erreichen konnte. Mein Notenziel im Bio sind 12 oder 13 Punkte. Ich wollte es jetzt nicht zu hoch pokern, weil 13 Punkte ist halt schon, es ist halt eine 1-. Es ist nicht mega leicht zu erreichen, aber man hat ja auch einen großen Spielraum, was Punktzahlen angeht. Und ich hoffe einfach, dass ich das Beste draus gemacht habe. Und auf jeden Fall sowieso für jede Prüfung, dass es im zweistelligen Bereich bleibt. Also zwischen 10 und 15 Punkten. 15 ist ein bisschen sehr utopisch, wenn ihr mich fragt. Aber ja, das war auf jeden Fall das Bio-Abi. Das ist mein Gefühl dazu. Ich bin mega froh. Und ja, dann erzähle ich euch jetzt, wie das Deutsch-Abitur ablief. So, und an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut, weil das Video sonst zu lang geworden wäre. Das heißt, falls ihr gerne wissen möchtet, wie das Deutsch-Abi war, wie ich es empfunden habe, dann schaut auf jeden Fall am Donnerstag wieder rein. Da gibt es dann quasi den zweiten Teil dieser ersten beiden Prüfungen. Und dann weiß ich jetzt auch, dass ich bei den anderen Prüfungen auch jeweils ein Video für eine Prüfung mache. Ich hoffe, euch gefallen die Videos. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und tschüss.